Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Hall of Fame des Jahres 2014. Ich habe so ein Video noch nie gemacht, für kein einziges Jahr. Vielleicht sollte ich das noch nachholen im Nachhinein. Also ich kann ja immer noch gucken bei Goodreads, was ich alles gelesen habe. Zumindest für die Jahre 2011 bis 2014, 13 dann halt diese Jahre noch. Wenn ihr daran Interesse hättet, dann könntet ihr das ja auch in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das vielleicht noch nachholen. Mal schauen. Ja, auf meinem Blog habe ich es letztes Jahr schon gemacht und ich werde das dieses Jahr auch wieder genauso machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich das in mehr Unterkategorien einsortiere, weil es sind jetzt nur zwei. Aber ich belasse es jetzt bei diesen zwei Kategorien, weil das doch einfacher und etwas übersichtlicher ist, wie ich finde. Die Kategorien sind die Top 5 meiner Contemporary-Lieblinge im Jahr 2014 und die Top 10 aller anderen Bücher. Also das ist getrennt worden, weil ich Schwierigkeiten habe, Contemporary-Büchern mit den anderen Jugendbüchern, die ich so lese, zu vergleichen. Ich habe überlegt, auch Sequels, also Fortsetzungen, davon zu trennen, aber ich finde irgendwie, das kann man auch in dieser Top 10 einfach drin lassen. Also meine Top 5 im Bereich Contemporary-Liebesromane sind auf der Nummer 1 Emily Lislautli von Tanja Bosen. Ich habe darüber, glaube ich, schon ziemlich viel gesagt. Sehr, sehr viel. Die Bücher, die jetzt hier in diesem Contemporary Top 5 sind, sind auch, glaube ich, alle 5, wenn ich mich nicht sehr täusche, in meinem Contemporary Empfehlungsvideo. Ich habe danach eigentlich nicht mehr viele Contemporary Bücher gelesen, wo ich sagen würde, wow, hat mich richtig umgehauen. Und deshalb sind es eben diese Top 5 geworden. Ja, wie gesagt, Platz 1 ist Emily Lislautli. Das ist eine sehr süße Liebesgeschichte, in der es um ein junges Mädchen geht, das einen Blog führt und sie möchte gerne an eine Filmschule und geht dann so ein bisschen dem Klischee nach, dass man sich ja in den besten Freund des Bruders verliebt und was das alles mit sich bringt. Und das Buch war einfach total toll und ich finde, der Humor ist einfach super und die Charaktere waren toll. Ganz besonders natürlich Emily als Hauptcharakter, aber auch Austin als Love Interest. Ja, dann habe ich noch Im freien Fall oder Wie ich mich in eine Pappfigur verliebte auf der 2. Auch das Buch hatte jede Menge Humor, die Charaktere waren ganz, ganz toll. Es geht da um eine junge Frau, die aufs College will, aber etwas mit ihrer Wohnung läuft schief und dann lebt sie eben bei der Familie. Ihre Mutter, davon die Freundin aus dem College gegründet hat und die Tochter von dieser College-Kollegin, die hat halt eben so ein kleines Problem. Sie läuft nämlich mit einer riesigen Pappfigur ihres großen Bruders durch die Gegend und behandelt diese Pappfigur, als wäre sie dieser große Bruder, der sich im Moment im Ausland befindet. Das ist so eine richtig süße Geschichte, hatte total viel Tiefgang und hat mir deshalb sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir dann noch Behind the Scenes von Dahlia Adler. Da habe ich ja auch schon sehr, sehr viel drüber geredet. Ich war von diesem Buch ja total begeistert. Ich bin eh ein riesiger Fan von diesen Star-Büchern. Ich weiß auch nicht warum, aber das bringt irgendwie das innere Fangirl aus mir heraus. Ich fand diese Geschichte war ganz besonders toll, weil mir die Charaktere so gut gefallen haben und weil das alles sehr, sehr nah an der Realität wirkte im Vergleich zu manch anderen Büchern. Ich fand, es war auch stellenweise echt humorvoll geschrieben und deshalb hat es sich eben Platz 3 mehr als verdient. Auf der 4 landet dann Der Geschmack von Glück von Jennifer E. Smith. Auch das ist ein Starbuch und auch das hat mir total gut gefallen wegen dieser Nähe. Ich weiß auch nicht, es ist nämlich Zufall, dass die beiden sich kennenlernen. Aus Versehen verwechselt er zwei Zahlen bei einer Mailadresse und dann landet die Mail, die eigentlich an den Schweinesitter von ihm gerichtet war, eben an sie. Und die beiden fangen an miteinander zu schreiben und lernen sich erst einmal kennen, ohne überhaupt viel von dem anderen zu wissen und ich fand das Buch war sehr, sehr süß und hatte sehr humorvolle Momente und deshalb kann ich das nur empfehlen. Und auf der 5 landet ein Buch, was rein theoretisch gar kein Contemporary-Buch ist. Aber ich erkläre euch folgendes Problem. Ich hatte Probleme, die 5 zu belegen, weil es sehr viele Bücher gab, die mir sehr gut gefallen haben, aber es gab keines, was jetzt sich von den anderen abgehoben hätte und deshalb auf die 5 gehört hätte. Allerdings gibt es da dieses Buch, das The Extraordinary Secrets of Avery Dune heißt und das ich ja auch schon rezensiert hatte. Ich verlinke euch die Rezension hier auch einfach nochmal irgendwo. Und das ist so ein Buch, das ist zwar rein theoretisch kein reines Contemporary,
weil es gibt Fantasy-Elemente, aber es fühlt sich beim Lesen einfach eher so an, als würde man einen Contemporary-Roman lesen. Und deshalb ist es eben bei mir auf dieser Liste gelandet. Ich weiß, die Regeln sind gebrochen worden, aber es sind meine Regeln und ich darf die also auch brechen. So, kommen wir zur nächsten Liste. Meine Top 10 des Jahres 2014, ausgenommen Contemporary. Auf der 1 landet Scarlet von Marissa Mayer. Das ist ein Buch, was mich total begeistern konnte. Ich liebe es einfach, gerade weil ich den ersten Teil zwar gut fand, aber er mich nicht so begeistern konnte, wie Scarlet eben geschafft hat. Ich weiß auch nicht, setzt das Ganze nochmal in einen größeren Zusammenhang. Ich finde es auch bei dieser Geschichte gerade so toll, dass wir von der ganzen Welt was mitbekommen und nicht nur von den USA, denn das ist ja immer etwas, was bei amerikanischen Autoren so ein bisschen mein Problem oder kein richtiges Problem, aber ich finde es immer etwas schade. Das ist der zweite Band in dieser Reihe von Märchen-Neuerzählungen, die in der Zukunft spielen. Übrigens ist immer nur ein Buch einer Reihe hier in den Listen vertreten. Also wenn ich jetzt Crest zum Beispiel nehme, das wäre eventuell auch in diese Top 10 gekommen, aber ist es jetzt halt nicht. Also ich nehme jetzt immer nur ein Buch dieser Reihe stellvertretend. Auf der 2 landet ein Reihenabschluss, und zwar Champion von Marie Lu. Auch das Buch hat genau wie Scarlet 5 Sterne von mir bekommen. Die vollen 5 Sterne, was in diesem Jahr bei vielleicht so 4 oder 5 Büchern der Fall gewesen ist. Das ist bei mir immer sehr, sehr... Also bevor ich mal die 5 Sterne auspacke, da muss schon sehr viel passieren. Ich fand das Buch einfach perfekt für einen Reihenabschluss. Ich fand die Entwicklung der Charaktere toll und gerade im Kontrast zu Allegiant, denn als ich das Buch gelesen habe, war gerade Allegiant sehr im Gespräch, fand ich das gerade dieses Ende sehr, sehr toll, muss ich sagen. Ich fand, es war super gemacht, es war sehr traurig, aber trotzdem war es nicht so dieses gezwungen Traurige, so dieses, wir müssen jetzt was anderes machen und deshalb hauen wir da jetzt so einen Klops rein oder so. Ich fand es auch toll, wie gesagt, auch hier, dass man mehr über die ganze Welt erfahren hat. Also es wurde irgendwie in einen größeren Zusammenhang gebracht und ich fand das Buch einfach total toll und deshalb halt die 5 Sterne und kann die Trilogie wirklich jedem empfehlen. Also jetzt, wo ich sie beendet habe, sogar noch mehr. Ja, auf der 3, wer hätte es gedacht, Rosen und Seifenblasen von Sonja Kaiblinger. Ich fand das Buch wirklich toll. Es geht um ein junges Mädchen, was aus Versehen in einer Soap-Opera landet und da muss sie sich dann mit adligen Snobs herumschlagen und mit Intrigen, und ich fand das Buch einfach total süß und total lustig und es ist für mich der Nachfolger von Rubinrot, weil es einfach die gleiche Art von humorvoller Erzählung ist und die gleiche Art von Liebe zum Detail und ich liebe es einfach. Auf der 4 wieder eine Fortsetzung, und zwar die Feuerkrone von Ray Carson. Das ist so ein Buch, das liebe ich so sehr aufgrund der Liebesgeschichte, das muss ich ernsthaft sagen. Es ist ein bisschen traurig, das zu sagen, aber es ist einfach so, die Liebesgeschichte ist total toll. Ich finde es total schade, ich habe nämlich den Verlag angeschrieben und gefragt, wann der dritte Band übersetzt wird, und mir wurde gesagt, dass im Moment noch nicht geplant ist, das Buch zu übersetzen. Wo ich mir denke, warum nicht? Ich brauche es doch. Ja, ich weiß auch nicht, warum oder wieso, aber ich bin sehr traurig darüber und ich hoffe eben, dass es vielleicht nochmal irgendwann dann doch noch rauskommt, denn ich mag die deutschen Ausgaben auch sehr und ich habe ja die ersten beiden auf Deutsch und ich würde eigentlich ungern jetzt mir die ganze Reihe nochmal auf Englisch kaufen, nur damit es zusammenpasst, und ich bin sehr traurig darüber, vor allem weil ich jetzt so lange gewartet habe und mir eben nicht die Reihe auf Englisch gekauft habe und jetzt, ja, Auf der 5 landet Steelheart von Brandon Sanderson. Auch das habe ich rezensiert. Die Rezension findet ihr hier irgendwo. Ich fand es wirklich toll. Ich finde, es ist eine total tolle Idee und der zweite Band ist eines der Bücher, auf das ich mich am meisten freue in 2015. Ich hoffe, dass es noch 2015 erscheinen wird. Und ja, kann ich wirklich empfehlen. Es ist so ein bisschen Marvel-mäßig mit so Menschen, die besondere Fähigkeiten entwickelt haben in der Zukunft. Diese Leute sind aber eben nicht gut geworden, sondern schlecht. Und die normalen Menschen bekämpfen jetzt eben diese übernatürlichen Epics, heißen die. Auf der 6 landet Rebel Bell von Rachel Hawkins. Das ist ein Buch, da weiß ich überhaupt nicht, warum die Verlage sich so lange Zeit lassen, das zu übersetzen, denn Hex Hall hat sich ja wirklich gut verkauft, würde ich einfach mal behaupten.
Und die Autorin schreibt einfach total süß und lustig. Und es ist wieder Urban Fantasy. Dieses Mal geht es um so Paladin. Und ja, auf jeden Fall gibt es immer so Magier. Und dann gibt es so Beschützer von diesen Magiern. Und unsere Protagonistin ist eben so eine perfekte junge Dame, die versucht, alles in ihrem Leben richtig zu machen. Und Schülerpräsidentin ist und den perfekten Freund hat und alles ist super toll. Und dann auf einmal wird sie eben auserwählt und muss jemanden beschützen, den sie eigentlich gar nicht mag. Und die beiden mögen sich wirklich nicht. Das ist eine der besten, bestgemachtesten Hasslieben, die ich bis jetzt in Büchern gelesen habe. Finde ich total super. Ich finde die Idee total toll und ich bin mal wirklich gespannt, wie es dann im zweiten Teil, also Miss Mayhem, weitergehen wird. Auf der 7 landet ein Buch, über das ich noch gar nicht gesprochen habe, glaube ich, hier auf YouTube und auch nicht auf meinem Blog. Ouch. Very Bad Day von Amanda Ashby. Das ist eine total tolle Geschichte und ich bin total fasziniert davon, wie wenig Leute das kennen und vor allem hier in Deutschland, weil es ist auch so eine süße Fantasy-Geschichte, auch mit ein bisschen Hassliebe und mit viel Humor und die Idee fand ich auch richtig toll. Es geht da um so eine Akademie, an der eben Schüler ausgebildet werden und die werden alle Hunter, also die jagen verschiedene Kreaturen, unter anderem eben auch Drachen und Feen. Und es ist eben so, dass Feen, ja, eigentlich bekommen die gar keine Hunter zugewiesen, weil das sind eben kleine Wesen, die den Leuten auf die Nerven gehen, aber es ist nicht so wirklich, dass die irgendwie großartig eine Bedrohung darstellen. Und Drachen sind eines der Gebiete, wo die bestqualifiziertesten Hunter eben für ausgewählt werden und diese Auswahlzeremonie findet statt und unsere Protagonistin ist fest davon überzeugt, dass sie den Drachen zugeordnet wird, wie ihre Mutter vor ihr und wird dann eben Feen zugeteilt und ja, muss sich dann auch noch mit dem Jungen zusammentun, der den Drachen zugeteilt worden ist, was für sie eine sehr starke Überwindung bedeutet. Ich fand das Buch wirklich total süß, kann ich nur empfehlen und ja, deshalb auf Platz 7. Auf Platz 8 landet stellvertretend eigentlich für die ganzen Bände, die dann auch noch kommen, der zweite Teil von Helden des Olymp. Ich habe den ersten ja gelesen und fand ihn gar nicht so gut. Ich glaube, der hat 3,5 oder 3 irgendwie so in dem Bereich Sterne von mir bekommen und der zweite dann 4,5, wenn ich mich richtig entsinne. Und das sind verdiente 4,5 Sterne. Ich fand, jetzt wo Percy wieder da war, war alles wieder viel, viel besser als vorher. Und gerade weil ich den ersten nicht so gut fand, konnte der zweite umso mehr glänzen. Und das ist auch der Grund, warum ich den zweiten ausgewählt habe und nicht den dritten zum Beispiel, den ich auch total toll fand. Der vierte, war dann wieder ein bisschen schwächer als die anderen. Aber wie gesagt, der zweite Teil von Helden des Olymp. Wer die Reihe nicht kennt, das ist die Fortsetzungsreihe von Percy Jackson, in der es auch weiter um Percy und Co. geht. Man muss sie aber nicht unbedingt lesen, also man kann Percy Jackson getrennt lesen und kann danach aufhören, wenn man denn möchte. Aber ich weiß einfach, keiner möchte danach aufhören, weil es ist, als würde einem das Herz herausgerissen werden. Und jetzt konnte ich es wieder reinstopfen in der Reihe, weil ich dachte, yes, noch mehr Bücher, noch mehr Bücher. Ja, auf der 9 landet dann My Fair Godmother, was ich 2015 jetzt im Januar sogar noch einmal gelesen habe. Der zweite Teil war ja im letzten Jahr, war der schon in meinen Top 10 drin. Und dieses Jahr ist eben der erste Teil in meinen Top 10, weil ich die in der falschen Reihenfolge gelesen habe. Aber das kann man auch gut machen bei den Büchern. Ich freue mich total, dass jetzt noch ein dritter Teil erscheinen wird. Ich glaube sogar im März schon. Und ich bin total hibbelig deswegen. Ja, da geht es halt um junge Mädchen in Nöten und eine gute Fee, die diesen Mädchen eben 3 Wünsche erfüllt. Allerdings ist die gute Fee gar nicht so gut, wie sie tut, sondern sie interessiert sich eher für ihre Haare und ihr Make-up, als wirklich dafür, den Mädchen zu helfen. Und deshalb, ja, macht sie aus den Wünschen immer etwas, was nicht so ganz wünschenswert ist. Die Liebesgeschichte, no. Den ersten fand ich ein bisschen schwächer als den zweiten, weil der einfach ein bisschen langgezogener sich anfühlt. Aber er war trotzdem sehr, 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 sehr toll, deshalb war eben auf Platz 9. Ja, und auf der 10 landet dann Geborgen. Das ist das Finale von der Gebannt-Trilogie. Das fand ich auch wirklich toll. Ich finde generell die Idee dieser Trilogie so, so toll und kann sie nur empfehlen. Ich verlinke euch einfach mal die Rezension zum ersten Teil, falls ich die noch finde. So, das war meine Hall of Fame. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Hall of Shame, die ich auch immer auf meinen Blog stelle, auch hier machen werde, aber ich denke mal schon.
Insgesamt habe ich 2014 110 Bücher gelesen, was ganz gut ist, aber die Jahre davor habe ich mehr gelesen. Aber mein Gott, 110 ist immer noch eine ganze Menge. Fürs nächste Jahr habe ich mir jetzt 100 Bücher vorgenommen, weil ich mir dachte, schrauben wir es mal ein bisschen zurück, dann kannst du die Erwartungen ja besser erfüllen. Wie sieht es bei euch aus? Was waren eure Top 10, Top 5, wie auch immer? Vielleicht auch nur Top 1? Number 1, das wäre gut. Entscheidet euch für ein einziges Buch, wo ihr sagen würdet, das habe ich 2014 gelesen und das war mein Highlight. Und schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, dann kann ich mal so gucken, wie das Ganze aussieht und überlegen, was ich als nächstes lese. Mein Sub wartet ja eh auf mich. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass mein Regal umsortiert ist? Ja, hier fällt einem das nicht so ganz auf, weil da nicht so viel anders ist. Also vor allem in dieser Reihe hier ist nicht so viel anders. Außer, schaut mal hier, ich habe jetzt beide als Hardcover. Leider kommt der dritte nicht als Hardcover raus, weil sie den selber rausbringen muss und ich bin selber traurig. Aber was will man machen? Ja, und natürlich hier mein Schrein. Marissa Mayer, Percy Jackson. Muss auch mal sein. Ja, mein Regal ist eigentlich komplett umsortiert. Komplett. Ich habe nämlich beschlossen, das nach gelesen und ungelesen zu sortieren und innerhalb von gelesen und ungelesen nach Farben. Das hier ist übrigens nochmal ein extra Regal, da sind nämlich meine Reihen drin. Die Reihen, die ich gelesen habe, die sind nämlich auch zusammengeblieben. Das heißt, das hier sind alles Bücher, die ich schon gelesen habe. Mir fällt gerade auf, als ich mich umgedreht habe, dass ich das hier noch gar nicht gelesen habe. Das bringt natürlich mein ganzes System jetzt durcheinander, aber ich lese das einfach als nächstes und dann kann ich das da stehen lassen. Schlau wie ich bin. Haha. Okay. Bye.